Menschen lassen sich von nichts aufhalten, um an das zu gelangen, was ihnen noch mehr Macht gibt. Ich weiß das von allen Pokémon am besten. Ich lebte zurückgezogen in dieser Höhle, umgeben von starken Pokémon. Selbst wenn ein Trainer hierher gelangen würde, würden die Pokémon ihn sicherlich aufhalten. Zumindest dachte ich das. Dort stand ein einzelner Trainer, ein Junge. Sein Pokémon, ein einfaches Pikachu, sprang ungeduldig nach vorne, aber der Trainer gab ihm keine Anweisungen. Stattdessen zog er einen kleinen, lilafarbenen Ball mit lilanen Punkten auf der Oberseite hervor. Es schien eine Art Pokéball zu sein. Ein schwarzes M war darauf zu sehen. Wofür er stand, wusste ich nicht. Er warf den Ball auf mich und ich wurde im grellen Licht gehüllt. Ich wollte nicht einmal versuchen, aus dem Ball zu fliehen. Ich ließ ihn mich einfach fangen. Was auch immer er von mir verlangte, ich folgte den Anweisungen des Trainers ohne Frage. Es vergingen ein paar Jahre, bis ich fast vergaß, dass ich eigentlich aus der Wildnis stammte. Ich glaubte beinahe, dass ich schon mein ganzes Leben mit diesem Kind verbracht hatte. Aber eines Tages konfrontierte mich der Trainer damit. Mewtwo, sagte der Trainer. Ich hätte dir das nicht antun sollen. Niemanden hätte ich das antun sollen. Ich lasse dich gehen. Das war alles, was er sagte. Er zerbrach den Ball unter seinem Schuh und sofort fühlte ich, wie die Macht entwich. Er hatte seine Kontrolle über mich aufgegeben. Ich war frei und konnte ihn verlassen. Ich hätte ihn gefragt, warum er das getan hatte, aber der Trainer war verschwunden. Ich nehme an, er ist auf einem Vogel-Pokémon davongeflogen. Seit diesem Tag betrat kein anderer Trainer meine Höhle und ich habe nie wieder einen Ball gesehen, wie den Ball mit dem schwarzen M, welcher mich vor so vielen Jahren versklavte.